we saw earlier. Sometimes more. I don't like this at all. Maybe we should stay away. No. Not knowing what's in that cocoon is gonna drive me crazy. We have to check it out. Plus, whatever is in there, I say we should find it before it finds us. So, da sind wir wieder zurück bei Haven. Gut. Ich muss überlegen, was wir beim letzten Mal eigentlich gemacht haben. Weil auch das ist schon wieder etwas her. Ich glaube, wir machen heute mal die beiden hier zu Ende. Müssen uns vorher auf jeden Fall heilen. Das heilt uns ebenfalls. Dann machen wir das mal. What a nice presentation. Well, delighting the eye is as important as charming the palate. Well, that's dumb. Now I don't feel like I want to cut into it. No rush. It won't get cold. Okay, I'm going in. Ah, Bloot. What's wrong? With me, nothing. But it seems like Sneddy lost an eye. What did you do? Nothing. I didn't even touch him. I just happened to notice it. Poor guy. Oh, I guess he is a little past his prime. Well, now he certainly looks like he's past his prime. That's all right. It's just a button. Easy fix. There's some thread and needles in a drawer in the bathroom. What? Are you telling me that you have never sewn a button in your entire life? Never. How did you manage living by yourself? I took care of my stuff. Okay. Stay here. We'll take care of Sneddy. So, now you thread the thread through the needle. Then you tie a knot, put the button in place. Well, the eye. Push the needle through from below into the first hole. Stick a needle in the hole. That way, it won't move while you're working. Now, go through the hole in diagonal. Do that again 2 or 3 times. Same thing with the other diagonal. Remove the needle. Ich habe keinen. Ich weiß selber nicht, wie man irgendwelche Sachen zusammennäht. Push the thread through, out the back. Just a couple of stitches to hold the thread in place. Tie a knot. Then cut it. Ta-da! He looks cross-eyed. You think so? Yeah, look. This eye is drooping to the side over there. Oh, that's great. I went through all this work, and you just talked trash. Oh, no, no, sorry. I didn't mean to talk trash. I was just wondering out loud. What were you wondering about? I was just thinking that it was a nice metaphor for the passage of time. You can always pump the brakes, patch things up, pretend, but you can never go back. It's all right, though. Sure, we're getting old, but we're also getting wiser. Look. Sneddy now has a broader outlook, and I have just learned how to sew a button. I'm glad you're taking it so well, because you're right. I did kind of mess up. Okay. Kann es gerade sein, dass das tatsächlich eines der wenigen Gespräche war, oder das erste Gespräch seit langem, wo es mal nicht um gewisse Tätigkeiten geht? So.
Wir sind immer noch nicht ganz geil. Durch Schlafen geht das ja auch, ne? Meine ich. Ich achte da immer nicht so drauf, ob das auch beim Schlafen funktioniert. Apropos Schlaf, ich könnte auch noch bei welchen gebrauchen. Are you okay? Having nightmares? No. No, no, not a nightmare. Just a dream. A weird one. Tell me. It's a sexy dream, isn't it? What? How did you... I know that look on your face. Who was it? No one. I just... Come on, you can tell me. I won't get mad or anything. No, but you'll laugh at me. I promise I won't laugh. It was with me. It was you and you? Yes. Huh. Well, that's pretty common. Mir fällt da echt nichts zu ein. Also wirklich nicht. Okay, es ist das Normalste der Welt, davon mal ganz abgesehen. I also dream of myself. For real? Sure, sometimes. Isn't that a bit narcissistic? I don't think so. We haven't crossed paths with too many people lately. There's only so much your imagination can build upon. It's just making do. You're probably right. Was it good at least? It wasn't bad. Oh Mann. Ja, schön. Haben wir auch darüber mal geredet. Ja, okay. Zeit. Vielleicht merke ich mir das bis zum Ende des Spiels ja noch. Okay, so. Oh, fast aufgefüllt hier. Heilen. Nehmen wir nochmal die ganz normalen Pfefferpillen. Jetzt sind wir aufgeladen. Geheilt, aufgefüllt. Oh. Wir können nur Pfefferpillen herstellen. Dann wissen wir ja, was wir gleich noch brauchen. Besser können wir, meine ich, nichts. Die können wir auf jeden Fall noch einmal herstellen. Aber wirklich viel haben wir gerade nicht. Willst du auch nicht das Leben? Hm? War da nicht vorher auch irgendwas? Ach, das war mit den Pfefferdingern, okay. Dann wird das auch noch mal her. Nein! Doch auf mehr Kochen geklickt, obwohl ich das gar nicht wollte. Auch wenn die eigentlich nicht essen will. You know what will make this better? Ice cream. Exactly. We could make some if you want, but this will probably be cold by the time we're done. Forget it then. So, want to do anything? I don't know. Want to go outside? Do you? Eh. Thought so.
we could play a game. I don't really feel like it right now. Too bad there's nothing we can watch. Yeah. Or we could just do nothing. Yeah, nothing sounds nice. Ja, doch, wir gehen jetzt nämlich raus. Nämlich lasst. Oh. War eigentlich auch nicht geplant, dass ich was esse. Dann mal los. Auf und davon. Wir haben ja noch zwei Orte, an denen auf jeden Fall nur Rost ist. Hier möchte ich zumindest auch befreien. Ugh, we still don't know what was in the last cocoon that fell out of the sky. This is bothering you, isn't it? Yes. Ja, wir finden es heraus. Aber unten würde es auf jeden Fall auch weitergehen. Ja, dann rein theoretisch auch. Diesmal brauchen wir zum Glück nicht Wirbel rufen. Den Weg können wir diesmal alleine gehen. Wir müssen unbedingt. Let's give them time to ripen a bit. Sammeln. Was soll denn hier noch was sein? Ah, nee. Dem anderen. Do you think we'll have enough? Nein. We never have enough. Tatsächlich haben wir gerade von nichts genug. Doch, Candlespan haben wir, glaube ich, genug. Das war auch das Einzige. Sind hier nicht irgendwo... Landstrich da hinten, glaube ich, oder? Das sah so aus, als wenn es hier von der Seite wegginge. Jetzt erzähle ich nur die Seite. Da oben ist der Ort, von dem wir kommen. Ach, hier gibt's aber noch keine Öffnung. Ja. Have you done something new with your hair lately? Why? Das ist wieder weg. It looks shinier than usual. I made a boba mask. I didn't think you'd notice. Hier ist doch gar nichts. Wenn man denn da von der Seite komm. Woo! Wakes you right up. Gut, hier unten ist auch nichts. Ja, ich befürchte fast. Dann müssen wir einen der Hügel hoch. Hier sind noch 12 Wände. Da geht's auch nur. Die andere gibt es noch keinen Weg. Leicht enttäuschend. Gut, dann müssen wir doch zurück und müssen wir doch mit Bubble reisen. We know what's that way. Weil dann kommen wir da so von diesem Planeten Ort. Insel, Teil. Nicht hin. Aber das macht nichts. Es gibt genug andere Möglichkeiten.
Köchin. Gehen wir einfach mal dahin. Sollte ja ebenfalls was bringen. Und am Ende kommen wir von da auch nicht weg. You know, it's kind of chilly up here. Yeah, we should have packed you a little sweater. Ah. Wir sind doch direkt am richtigen Ort. Was will man mehr? Besser geht schon gar nicht mehr. Insel voller Rost. Ach, das ist die Insel, okay. Ich weiß es wieder. Jetzt sind wir beim letzten Mal leichte Lebensprobleme. There's still more. Meine ich. Ja? Oder die? That was the last one. Na, stimmt, das war auch die mit dem. Mit der kleinen Stadt da unten. Rasselpfeffer können wir hier erstmal wunderbar einsammeln. Wir haben ja keinen mehr. Dann einmal auf den nächsten Planeten, Erden, Inseln, Teil. Stimmt, und das war jetzt hier, wo das Ding runtergekommen ist. Glaube ich. Noch was? Den Dingen haben wir auch nichts mehr. Rasselpfeffer. Maybe a little flow burst. Over here. You're gonna like this. Whoa! Looks like my room is a teenager during my RoboGlam phase. I had exactly the same poster. The Acrobots? That's not very RoboGlam. Hey, you can have blue tasting clothes but still appreciate the classics. True. The Acrobots really stood the test of time. Well, they did have to change drummers recently because its motherboard fried. I was talking about their music. Oh, of course. Me too. Acrobots poster. Okay. Müssen wir uns erstmal wieder aufladen. Frage schon wieder wo. War der Meinung, dass hier eigentlich auch irgendwo dieser Teil sein muss, was da runterkam. Den Robo-Dingern. Dann wir das mal auf. Suchen den letzten Ross. Der da unten ist. Ich habe ihn gesehen. Standard pieces or not, these chips are getting the job done. Please don't remind me. Dass wir das
komische Helia. Heliga. Ding. Wie? Und es hält uns. Also es hält uns auch, wenn wir das Ganze mal ansprechen. Gott. Hilfe. Das war ein Fehler. Ein bisschen. Einmal beruhigen. Hallo. Hallo. Ja, toll, der kann auch ausweichen. On your mark. Anytime. Ja, das wird ja was. All set. Now. Take cover. Ready when you are. Ready. Ah, there it is. Okay. At last. Jetzt muss ich ganz so viel leben. Hallo. On your mark. Now. Komm, einmal noch, oder? Ready. Go, go, go. Zweimal. This one's ready. Okay. Yep. Right before the picking. Harvest time. Können wir gleich wieder von den Fällen das. That's how we rock. Dafür gab's mal wieder mehr Erfahrung. Okay. Und wo ist jetzt der letzte Rost? Der wirklich allerletzte? So viel sehe ich jetzt hier nicht mehr. Hier ist doch noch was. If I take the wrong way, let me know, okay? Doch da. I'm not a radar. Wollte ich gerade sagen, aber. Wie konnte ich das denn übersehen? Muss ich aber schon sehr blind gewesen sein. Na gut. Eigentlich bin ich sowieso blind. Sollte eigentlich meinen, ich hätte noch gute Augen. Aber irgendwie in Videospielen. Ja. Übersehe ich doch gerne mal das ein oder andere. Aber vielleicht will ich es auch einfach gar nicht sehen. Aber ich fand mir zumindest so das Gefühl, dass ich einfach bewusst woanders hingucke. So blöd bin da selber, den Weg zu finden. Der ist noch was lecker brauchen können. This one smells weird. Chuck it then. Da ist auch noch was. Ich hab noch Rasselpfeffer gefunden. Heile mich. Bitte? Thank you, Helga. Alter. Das war meine große Heilungsfuhre. Also das Viech finde ich echt toll. Das vereinfacht so einem das Leben. So, wo müssen wir hin? Nach da hinten. Ach. Oh, kennt ihr das, wenn ihr irgendwo runterspringt? Also, ich hab's bei den wenigsten Spielen. Aber wenn man irgendwo runterspringt, dass man den Ribbeln im Bauch hat. Mein Freund hat das ja immer, wenn ich Assassin's Creed spiele. Und dann kommt von ihm immer nur so, nein, da kannst du doch nicht runterspringen. Uah, ist gruselig. Sowas kommt dann von ihm. Weil er dann halt auch dieses Ribbeln im Bauch hat. Und ich hab das bei diesem Spiel ganz extrem. Bei Assassin's Creed gar nicht mehr so. Aber doch, bei Valhalla hatte ich es jetzt ein einziges Mal. What? A hollow bug? So that's what was in the cocoon. But who? Ah, here you are, finally. I knew you wouldn't stray far from your nest. Osius? That's funny. I was fully expecting to find you two all skin and bones, matted hair, living like frightened animals. But you look very healthy. Especially you. You are resplendent.
So, it seems like the Hornets weren't too much of a hassle. For the record, I personally objected to sending them. I preferred a more peaceful approach. But you know the Council. Always so reluctant to live with the times. What do you want? Same as ever. You. They'll have to go through me first. If you wish to demonstrate your manhood and your strength by punching a hologram, be my guest. But I doubt this is going to impress anyone. You. I know we got off on the wrong foot, you and I. But you have been on my mind constantly. Ever since our brief and rowdy encounter last time, the matchmaker could not have made a better choice for the two of us. And I'm sure that deep down you think so too. Which is why I don't want to bring you back to Top by force. I'm confident that you will join me there of your own volition. What can I say? I'm a sentimentalist. It's just one more thing we have in common. That will never happen. And another one. We're stubborn. You see, we're made for each other, you. In time, you'll come to realize that. And I'm ready to show some goodwill until you do. So give me your conditions. Anything you want, I will do everything I can to satisfy you. I want Kay. I see. Some habits are hard to shake. Give me a chance. Take some time to know me. And after a while, if I'm still falling short for you, and you want to see Kay from time to time, I won't stand in your way. You really don't understand, do you? Oh yes, you. I understand. I understand not to take you for granted. I even understand the odds look against me. But I never imagined that a mere holographic visit would be sufficient to convince you. You see, my purpose was merely to announce my impending arrival. Been held up by a few council matters, but I'll be on my way soon. It's an opportunity to spend some time together. Learn to know one another. And to visit this source I've been hearing so much about. I'm sure my companionship will quickly change your mind. You'll see. And if that's not the case, then too bad. We can always recalibrate. What? Goodbye, you. See you very soon. No, wait. What? What did you just... Did he just talk about recalibrating? He did, but... I knew it. It's not a rumor. Recalibration really does exist. Calm down. He's probably bluffing. Why would he be bluffing? What blooding good would that do? He's trying to scare us. For what? So that I fall right into his arms, fear-stricken? What's the plan there? No, there is no way he's bluffing. That Boron has never had to bluff in his entire life. And if anyone has access to those kind of rotten practices, he does. Oh, they are going to recalibrate us. We'll have nothing left from one another. We don't know that. Could we sit down somewhere? My legs are feeling a bit wobbly. I guess we must be pretty close to the origin of the Flowbridge. I've never seen it look so impressive.